Läden und Servicegebäude. Cosmic Hawk. Cosmic Hawk Shakes. What the fuck was that? Okay. Und dann brauchen wir wieder Weg-Szenerie-Gedöns. Weg-Szenerie-Gedöns. Und zwar Mülltonne. Ja. Und zwei Bänke. Da. Und da. Okay. Gut. Cosmic wäre damit auch da. Das sieht besser aus jetzt. Das sieht gut aus. Das ist eher 16%. Das geht mal da auch nicht ab. Aber gut. Wir haben momentan nichts, was wir an der Weggestaltung schön machen könnten. Außer der Cube, der schon wieder ein technisches Problem hat. Im Grunde sollte man vielleicht einfach schließen. Weil der ist ja so schon anfällig wie Sau. Gut, die Cube ist wirklich preiswert. Dann ist ja schön, good to know. The Cube. L50, there you go. Insanity ist wirklich preiswert, auch das. Können wir gerne erhöhen. Moment, da, Attraktion, Insanity. Ah, oder auch nicht. L50. So, viele Gäste haben Durst. Ich arbeite dran. Cosmic Chaos da. Guck, könnt ihr euch was zu trinken holen. Da. Da. Das ist scheiße aus. Moment. Da. Da. Ein Forschungsprojekt ist bereit, angezeigt zu werden. Gut. Bitte. Bitte, bitte. Damn it, K4G. Gut. Wir machen unser Personal noch ein bisschen geiler. So. Damit die mit ihrer Arbeit auch vorankommen. So. Damit auch. Alles klar. Gut. We will wait. Just a little bit. Und gucken wir mal, was wir jetzt noch weiter forschen können. Ich denke, dass das momentan eigentlich nicht wirklich drin ist. Pressluft mit Schwung. Nee, das ist momentan so nicht drin. Ich glaube, ich muss mich erstmal darum kümmern, dass das Personal besser funktioniert, würde ich sagen. Ja, weil wir machen keinen Gewinn. Aktuell. Und that sucks. Pretty hard. Ja gut, 1200 Gäste anzuloggen sollte nicht das Thema sein. Wo liegt das Problem? Mein Gehalt ist nicht gerade großartig. Okay, dann kriegt ihr alle mal noch ein bisschen mehr, so und so. Okay, wie sieht's bei euch aus? Mein Gehalt ist das allerletzte, aber ich liebe meinen Job. Liebe meinen Job! Techniker. Mein Job ist toll, ich verdiene eine Gehaltserhöhung, na gut. Okay, gucken wir mal. Sollte sich ja wohl jetzt bessern. Mein Gehalt ist nicht gerade großartig. Are you kidding me? Okay, dann eben noch mehr. Whatever you want, little shits. Ich bekomme das Geld, das ich wert bin. Mein Gehalt ist nicht gerade großartig. Könnte mehr Geld gebrauchen. Gut, aber mehr als 140 ist bei euch echt nicht drin. Okay. Muss besser ausgebildet werden, damit ich so viel erledigen kann. Ja. Oh, 175. Dann. Okay. Gut. Was wollt ihr denn noch mehr Geld? Was gehen ab? Gut. Gut, gut. Ja. Das sieht alles ganz gut aus. Das freut mich doch. Liebe meinen Job, ich finde, ich verdiene eine Gehaltserhöhung. 315, aber mehr ist jetzt echt nicht drin, ihr armen Säcke. So. Das Funst. Viele Gäste haben Durst, immer noch. Gäste finden Cube und Insanity sehr billig. Mir soll's recht sein. Ist das so? Ist das immer noch so? Insanity und Cube, alles klar, könnt ihr haben. Cube 12 Dollar, Insanity 10 Dollar. Und des Weiteren haben alle Durst. Ich bin überrascht, dass es keine Souvenirläden gibt. Wir gehen aber wieder ins Plus, das freut mich.
Wir müssen einfach noch unsere Leute ein bisschen besser ausbilden und dann läuft das auch besser. Würde ich jetzt mal so sagen. Gut, dass wir Leicht schon erledigt haben. Ich glaube, Mittel wird das schwierigste Ziel. Wegen der Achterbahn. Ansonsten geht's. Insanity hat ein technisches Problem. Egal, egal. Passt schon. Ich bin überrascht, dass es keine Souvenirläden gibt. Ich habe Hunger, ich habe Durst. Well, well, well. Liebe meinen Job, ich brauche mehr zu tun. Alter, du hast genug zu tun, oder etwa nicht? Dein Gehalt ist fair, das freut mich doch. Alles in Ordnung. Ich wünschte, die würden mich etwas besser bezahlen. Pass mal auf. Jetzt 60. So. Und wir sind im Minus. Great. Das wird nur langsamer Zeit. Jetzt wird unser Handlungsspielraum natürlich deutlich geringer. Oh, Scheiß. Oh, Mann. Na komm, repair some. Und ja, jetzt müssen wir irgendwie ausbalancieren, dass das klappt mit allem. Ich habe Durst, ich habe Hunger, es gibt keine Souvenirläden. Okay. Wild Blue hat ein technisches Problem. Das ist kein Wunder, dass wir nicht mehr ins Plus kommen. You know? Everything sucks und so. Yo. Ich will mit Psycola fahren, der Eintritt ist kostenlos, der Park ist klasse, Wild Blue hat ein technisches Problem. Yay, Taschendieb hat mich bestohlen, das sind aber nur 3%, das ist in Ordnung. Ich denke, dass wir uns dann doch vielleicht jetzt langsam mal wieder ins Plus bewegen könnten. Machen wir irgendwo ran Verlust. Na ja, klar, außer in den Fahrgeschäften, die jetzt kaputt sind, aber hey, minus 2,50, es geht. Wie sieht's denn aus mit Läden, die machen alle Gewinn? Und sogar das Scheißhaus macht Profit. Geiler Scheiß. Wirklich. Wow, Psycho hat ein technisches Problem. Also das wird wirklich schwer. Das ist mal äußerst milde ausgedrückt so. Dass das schwer wird. Minus 4000. Nice. Beste Umsatz. Ever. Wie lange dauert denn das hier noch? 12%. Mann, warum haben wir ein 20.000er Darlehen? Das ist echt scheiße. Wie viel zahle ich im Monat zurück? 1000. Ja. Das wird uns momentan auch nicht helfen, aber es wäre schön, wenn er weg wäre, der Kredit, ja. 643 Gäste, fuck. Werden mal mehr, ne? Aber trotzdem produzieren wir Einnahmen, obwohl der Cube schon wieder kaputt ist. Psycola wurde repariert, gut. Es liegt alles nur an diesem Scheißteil da. Insanity hat ein technisches Problem. Kann man da überhaupt bis hierhin und dann? Was zur Hölle? Stimmt mit dem Ding nicht. Das ist aber nice gemacht. Auf jeden Fall. Sehr cool. Gehen ab. Nice, nice. Well done. Okay, cool. Kommt das Wasser eigentlich her? Da raus. Okay. Cool. Hat was. I would say. Okay, go. Moit, guten. Jetzt schön noch ein bisschen Gewinne einzufahren. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Insanity wurde repariert. Ja. Kann man das Darlehensrückzahlen eigentlich auch pausieren? Nicht wirklich, ne? Mm-mm. Schade. Ja, aber einen anderen Rückzahlungsplan können wir nicht machen. So, wir kommen wieder ins Plus. Das ist schön. Das heißt, unser Park funktioniert eigentlich erstmal. Können wir noch ein bisschen am Personal rumschrauben. Ja. 160. Verdienst auch eine Gehaltserhöhung. 175, Junge. Here go. So, wie sieht's hier aus? Wolke 7. Ich hab gerade viel zu tun, ja gut, aber das stört euch doch hoffentlich nicht wirklich. Wolke 7, ich liebe meinen Job und mein Gehalt ist fair. Great. Okay, wir warten ab.
Wir warten ab. Der Cube hat ein technisches Problem. Das Ding wird einfach niemals richtig funktionieren. Der ist so schon viel zu anfällig, wie gesagt. Und da es hier noch erhöht ist, macht das eigentlich überhaupt keinen Spaß. Wie soll ich denn hier Gewinn machen? Wenn das hier ständig so läuft. I don't know. Gut, und schon sind wir wieder im Minus. Weil der Cube kaputt ist. Wie sieht denn das aus? Hier Attraktionen, guck mal. Die machen überhaupt keinen Gewinn aktuell. Ah doch. Außer der Cube. Oh, 1200 plus. Das ist nice. Not bad. At all. Gut. Trotzdem, Kundenwünsche begutachte. Oh, sieht eigentlich ganz gut aus. Hier ist nicht gerade viel Szenerie. Bin in Kotze getreten. Cube hat ein technisches Problem. Ja, das mit der Szenerie ist mir äußerst selbstbewusst. Ich denke, dass ich hier nochmal ein bisschen was machen sollte. Wenigstens ein bisschen. Nur so ein bisschen. Joink, wie blockiert. Und Spezialeffekte. Fireworks. Aber das ist zu übertrieben. Pyro, bitte. Pyro. Ah, Pyro. Spezialeffekt, Flammenwerferstoß. Flammenwerfer, der ist dauerhaft, ne? Ja. Okay. Das ist jetzt die Szenerie verbessert. 24%. Okay, dann Audio. Das da, da drunter. Like we always do. So, 35. Reicht natürlich noch nicht. Jetzt haben wir noch Geiles. Requisiten. Lightning. Energiegenerator. FX-Münze. Ist die groß? Jo, schon. Frachtkiste. Okay. Galpi. Ah, ich bin mir nicht sicher. What to do? Raumschiffantrieb. Cockpit. Schädelfelsen, aber der ist so groß. Schädellampe. Passt nicht. Ah, das ist alles nicht so geil. Sitzender Pirat. Okay. Auf was sitzt der? Auf nix. Awesome. Kaffeebecher-Skulptur. Sternfeldpaneele. Okay. Warum? I don't know. Tankstation. Ja, das ist nice. We can do this. So. 46%. Dann können sich nicht mehr so ganz so viel über die Szenerie beschweren. Ja, außer das mit der Kotze, klar, aber das ist überwiegend grün. Das ist natürlich gut. Und 2000 plus. Parkbewertung ist gestiegen. Passt erstmal alles. Insanity hat natürlich ein technisches Problem. Macht ja nichts. So, generell. Personal wieder begutachte. Was? Mein Gehalt ist nicht gerade großartig. Ja gut, du bist doch schon 4 Sterne ausgebildet. So, müssen wir uns ein bisschen langsam rantasten. Bei denen sieht's gut aus. Und bei denen eigentlich auch. Dem ist langweilig. Na dann. Einige Läden sind sehr überlaufen. Macht nix. Ja, ist schon wieder irgendwas kaputt, oder? Nee. Wieso machen wir dann so viel Verlust? What is happening? Kein Plan. Ich weiß nur, dass ihr alle ständig technische Probleme bekommt. Vor der Achterbahn kraut's mir ja auch schon. Dieser Park ist sehr geräumig. Wie sieht denn das aus mit der Szenerie? Ist weg, ne? Ja. Psycola ist wirklich preiswert. Der Cube ist wirklich preiswert. Insanity. Okay, warte mal, langsamer. Insanity ist wirklich preiswert, The Cube ist wirklich preiswert, gut. The Cube 12,50. Insanity 10,50. Alles klar, boom. Alright. Solange wir euch alles euer Geld aus der Tasche ziehen können, geht das natürlich klar.